Schön, 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 dass ich jetzt mit erleben darf hier. Ich weiß jetzt nicht, ob das halt quasi das Pendant zu den Hunters damals war, aus Resident Evil 1. Ich glaube, bei 1 war nicht, ne? 1 war 2. Ich glaube, 1. Hallo. Widerlich viel. Geht schon ein bisschen was bei drauf, wa? Irgendwie, also. Sie fressen ganz schön Mohn. Oh, shit. Schieß pur. Hallo, hallo, Captain Wasserleiche. Munition. Notiz eines Kanalarbeiters. Es ist schon wieder passiert. Dieses Mal haben sie Kane erwischt. Ich habe alle gesehen. Eins von den Dingern hat ihn in ein Stück verschlungen, von Kopf bis Fuß. Ich habe versucht, sie zu warnen, als Bill vor 2 Wochen verschwunden ist. Die Cops haben gesagt, er hat wohl die Stadt verlassen. Aber ich habe denen gesagt, das kann nicht sein. Nicht, wo sein Baby jeden Tag kommen kann. Aber haben sie auf mich gehört? Natürlich nicht. So ein Scheißdreck. Verdammte stinkende Mistviecher! Hielt man mit den Globe, ich hab sie abgeschüttelt, hüpft einer von denen aus den Tunneln raus. Und auf den verdammten Cops kann ich mir auch nicht verlassen. Kann auch nicht den Schreibtischtäter in der Zentrale vertrauen. Wenn das nächste Mal einer dieser Freaks auftaucht, hau ich ihm direkt eins in seine dicke, hässliche Fresse! Ja, das hat nicht so super funktioniert, Kumpel, irgendwie. Was hast du dir dabei gedacht, Alter? Nein, lass das. Stirb. So ist es. Ja, mach mir jetzt auch nichts vor. Solange das war's. Meine Munition ist schon fast wieder alle. Das ist nicht gut. Ist gut. Hello, Sir. Okay. Labor. Brief? Meine kleinen Lieblinge. Es ist bereits 3 Monate her, seit wir zusammen hergeflohen sind. Ich denke oft an den Tag zurück, als ihr alle geschlüpft seid. Eure kleinen Stimmchen ließen mich mit stolzer Schau an. Eure liebreizenden kleinen Körper, die solch unglaubliche Zerstörungskraft in sich tragen. Und natürlich euer unersättlicher Appetit. Ihr seid nichts Geringeres als die Spitze der Hunter-Serie. Und doch befahlen sie mir, euch zu vernichten. Sie sagten, ihr seid als Waffe untauglich, wegen ein paar kleiner Schwachstellen. Wir führten eure fehlende Hitzebeständigkeit und die Tatsache an, dass eure zarten Mundwerkzeuge beim Fressen freigelegt sind, und sagten, ihr seid mangelhaft. Und die noch nie von Charakterschwächen gehört. Es ist gerade wegen eurer Schwachstellen, dass ich euch so liebe. Aber wir werden es denen noch zeigen. Hier unten werden wir gemeinsam weiter den evolutionären Pfad beschreiten. Wir beweisen Umbrella, dass ihr, meine geliebten Hunter Gammas, wahrhaft überlegen seid. Ja, kann man ja nicht so viel fressen, wie man kotzen will irgendwie. Dass denn Leute wirklich in ihre Kreation so dermaßen irgendwie, ja. Also in dem Sinne wirklich verliebt sind. Also egal, ob jetzt da irgendwie elterliche Gefühle, also Vater- oder Mutterkomplexe. Oder wirklich explosive. Es ist einfach krank. Ist nicht, schau mal. Inventar ist voll. Inventar ist voll.
Das ist ja nicht gut. Da können wir mal probieren, das zu kombinieren. Das hat jetzt nicht reicht. Das ist das normale Schießpulver. So, kombinieren, kombinieren. Machen wir ein bisschen mehr Platz. Hochwertiges Schießpulver. Ah, ein Akku. Sieht ein bisschen aus wie eine Geisterjägerfalle. Aber gut. Kein Platz. Kein Platz. So, gibt's hier eine Truhe? Wäre total schau, wenn es hier ist, natürlich keine Truhe. Ist ja klar. Ach, Kinder, muss ich jetzt wirklich. Ach, das ist doch. Mann, wieso? Ist jetzt doof. Tja. Ja. Pfeifen wir uns das Garnierkraut rein. Nur damit wir jetzt den Akku mitschleppen können. Wlump. So, können wir noch die Brille mitnehmen? Die wäre schön. Wir halten uns in Gammelhausen rechts. Findet man hier eigentlich noch irgendwie was schön? Komm hier rüber? Nee. Will man überhaupt darüber? Ja. Oh. Oh, echt jetzt? Zeigt mal her, eure Charakterschwäche. Okay, scheinbar sind diese Mandibeln die empfindlichsten Parts an den Viechern. Na, da ging es nochmal zum Büro. Okay. Gut, ich würde mal ganz kurz das Inventar. Das ist doch klar. Ah, okay, gut, gut. Tja, dann würde ich auch mal kurz probieren, auch mal die Granaten mitzunehmen, in der Hoffnung, dass sie bloß einen Inventar-Slot irgendwie benötigen. Bitte! Ja, cool. Ansonsten, wir werden bestimmt auch wieder so einiges gerade wieder übersehen haben. Wir. ja, aber, na, ihr wisst, seht's mir nach, irgendwie, ich bin immer ein bisschen so etwas zu sehr kanalisiert irgendwie auf unser Ziel und ich werde es einfach nicht schaffen, wirklich komplett alle Wände abzulaufen hier irgendwie und überall zu gucken und zu schauen irgendwie, hey, könnte da vielleicht noch irgendwie Munition liegen. Ich versuche es immer am besten so mit unserem Weg, den wir vor uns haben, irgendwie zu verbinden. Ja, Käse, hier würde ich eigentlich gar nicht hin. Hier würde ich gar nicht hin. Aber okay, gut, jetzt sind wir hier. Na gut. Also wenn wir den Akku schon mal haben. Okay. Heißt also Umkehrschluss. Ich muss immer wieder zu diesem Punkt. Nein, wirklich? Das ist jetzt nicht so schau. Okay. Okay.
Ja, jetzt, aber zum Beispiel hier, ne? Wie kommst du jetzt hier? Jetzt musst du doch irgendwie wieder einen Umweg gehen, den Akku holen. Wahrscheinlich hier. Tamulok. Tamulok. Machen wir auf. Genau, dann holen wir uns hier den Akku. Nein, ich habe gesagt, holen wir uns hier den Akku. Und. Aber wir hatten doch mal. Egal, wir gehen jetzt erstmal kurz in die Wache nochmal rein. Weil es war doch auch nicht eigentlich der Punkt, wo wir hin wollten. Oder? Oder? Scheinbar doch. Scheinbar doch. Scheinbar doch. Eine Gürteltasche. Es ist doch eine geile Gürteltasche, die uns 2 neue Item-Slots spendiert. Yeah! Sprengstoff A. So, hier haben wir ein paar Bonbons. Hier haben wir noch Schießpulver. Nehmen wir auch noch mit. Weil man muss wirklich aufpassen, dass man jetzt hier nicht einfach losprischt irgendwie und den Akku stecken lässt. So. Wir gehen einfach runter. In der Hoffnung, jetzt nicht so viele von den Gammas jetzt hier zu erwischen. Okay, dann gehen wir doch mal hier hinein. Was für ein sinnfreies System, ey. Okay. So, wir müssen jetzt anscheinend den Akku. Ist das jetzt. War das, ja. Wollte doch gerade sagen, ich hab's doch gehört. Carlos, kannst du mich jetzt hören? Tja, Gott sei Dank. Alles in Ordnung? Ja, ich lebe noch. Bin ihn los. Super, die U-Bahn ist bereit. Wir hauen ab, sobald du zurück bist. Ja, das wird doch nur sterben. Steht doch gleich wieder am Start hier. Scheiße. Ach komm. Ja, das bringt fast alles. Ja, kann er. Warte mal, ich hoffe, der kommt jetzt hier nicht gleich angeschissen. Voll so ein Nemesis am Arsch, aber man geht erstmal auf Loot-Party hier. Es ist großartig. Na, schön. Akkuschrauber von Makita, den stecken wir ein, den brauchen wir. So, okay, das haben wir alles. So, dann hoffen wir mal das Beste. Ich habe jetzt natürlich. Okay. Was ist denn hier los, Freunde? Wieso? Ich muss hier raus. Schnell! Ja, das solltest du. Ach du Schande, Alter. Was macht denn der da? Kommt der die Treppe hoch? Ja, er macht auf jeden Fall. Oh, Scheiße. Okay, alles klar. Alles klar. Alles klar. Okay. Nimm den Mini-Bagger, los! Ja, ohne hinzukicken, cooles Faktor, hoch 10. Scheiße.
Ja, so schön hier. Und er ist... Und ja, guck mal hier. So, die Rüstung brennt auch. Cool. Das ist einfach... Er hat's drauf, der Typ. Ja, der Typ hat's einfach drauf. Ach du Scheiße. Los, Jill, komm. Halt noch durch. Ja, okay, alles klar, ich das schon sehe.